Ich habe mir gerade ein Video von Jordan Peterson angeschaut, was mir dann so gekommen ist als Idee, als ich mir dieses Video angeschaut habe, weil ich fand das halt irgendwie ganz erstaunlich. Also ich schaue mal Jordan Peterson immer gerne an, weil ich bin mir ganz sicher, ob ich das gut finde, was er sagt. Also ich finde es, glaube ich, finde es eigentlich eher nicht gut. Aber ich finde es halt sau interessant, wie er da hinkommt. Also weil er halt irgendwie, also wie er halt nachdenkt. Weil dem kann man so gut beim Nachdenken zuschauen, wenn er redet sozusagen. Also was er jetzt dann letztendlich sagt, das ist dann auch irgendwie so okay. Ist auf jeden Fall bedenkenswert, weil er es halt so super erklärt, wie er da hinkommt. Und jetzt ist man irgendwie gerade so, haben wir es so angeschaut und haben gedacht, irgendwie, was passiert denn da? Also warum findet, was ist denn da, was macht der da? Das ist der Hammer. Und dann hat er halt so eine Story erzählt und das hat halt unglaublich bildlich beschrieben. Was hat er da beschrieben? Da hat er, glaube ich, beschrieben, wie er selber auf den Gedanken gekommen ist. Also der hat das halt auch so bildlich gesehen. Also man kann so Sachen halt gedanklich sehen und dann kann man das irgendwie aussprechen. Also man sieht es bildlich. Also ich bin halt so ein visueller Denker sozusagen. Also ich habe mir damit befasst und recht genau hingeschaut und ja genau, das also naja, so genau, mein, auch so meistens. Also wenn bin ich Jordan Peterson und da kommt dann keine Ahnung was raus dabei, aber und so macht er dann diese komplizierten Gedankengänge nachvollziehbar für die, die halt so Visual Thinkers sind, also die halt sich das irgendwie so vorstellen können. Also die können ja quasi diesen Weg, diesen Bildern, die er da geht, die können denen folgen. Und für die ist es sozusagen nachvollziehbar, was er da sagt. Das heißt, also man kann irgendwie ziemlich komplizierten Gedankengängen folgen, die dann halt irgendwo hinführen. Also in meinem Fall irgendwo hin, wo es mir nicht so gefällt, aber das ist wurscht. Also die dann irgendwo hinführen. Und jetzt sind irgendwie kurioserweise eben seine Inhalte, also das ist ja der Grund, warum ich die nicht so mag, die sind konservativer Natur. Also das, was er dann halt sagt, letztendlich, das ist dann irgendwie, was so Konservativen auch gefallen könnte. So. Also der kommt dann so auf, was weiß ich, Werte drauf und so, und dass irgendwie Männer sich irgendwie die Zähne putzen sollen und irgendwie Verantwortung übernehmen für sich und für andere und so, damit sie halt sowas bringen und sowas. Also sowas, so über solche Sachen redet er halt, das ist halt generell irgendwie konservativ und es finde jetzt, also keine Ahnung, also ja, aber ich finde es halt, wie gesagt, sehr interessant, wie er dann auf seine Gedanken kommt und ich finde das auch sehr nachvollziehbar. Okay, und wer jetzt irgendwie sehr gut aufgepasst hat mit meiner Argumentation, wo ich das irgendwie erzählt hat, also der hat sicherlich dann gemerkt, dass ich, also als ich meine Gedankenkette da vorgetragen habe, dass die einen Sprung hat oder so, oder einen Riss. Also da ist irgendwie die Gedankenkette so ein bisschen ja, lose miteinander verbunden, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt interessant, weil wenn man also genau da hinschaut, also wo das passiert ist, also wir können da jetzt irgendwie, also wir können da jetzt zurückspulen. Und so macht er dann diese komplizierten Gedankengänge nachvollziehbar für die, die halt so Visual Thinkers sind, also die halt sich das irgendwie so vorstellen können. Und im nächsten Satz sage, kurioserweise eben seine Inhalte, die sind konservativer Natur. Alright, also das heißt dann also quasi umgekehrt, dass visuelles Denken eher, also mit konservativ sein, wie sagt man da, korreliert ist? Oder gibt es da irgendwie eine Verbindung, einen irgendwie, also warum ist es korreliert? Also gibt es da einen Zusammenhang? Also interessante Frage. So. Jetzt sage ich halt, also sozusagen aus meiner Erfahrung, sage ich nein. Also das ist ein Schmarrn. Also das kann man doch jetzt beim besten Willen nicht sagen, dass also bildliche Denker irgendwie eher konservativ sind, weil das ist ja also nicht so, wenn ich mich anschaue und wenn ich also buchstäblich alle meine Freunde anschaue, die auch alle visuelle Denker sind, also da ist, die sind also eher nicht konservativ, sagen wir es mal so.
sondern als Künstler und keine Ahnung was. Also halt so, was weiß ich, linke Eliten und also wenn die wählen alle links und die, also sind auf, die würden sich nicht als konservativ betrachten. Okay, aber was haben jetzt die gemeinsam? Also weil eben, also weil der Peterson, ich meine, sorry, das habe ich jetzt vergessen, aber der Peterson, der spricht ja auch ein konservatives Publikum an. Also ein breites konservatives Publikum sogar, weil also die Konservativen lieben den. Also jetzt ist sozusagen so, also alleine deswegen, weil er halt Sachen sagt, die denen gefallen. Also der Werte und die Jungs, die da irgendwie sich die Zähne putzen sollen und so, das finden halt Konservative ja Leute. Also das ist genau das, was die ja eh sagen so. Also die finden es natürlich super, dass der Peterson das sagt. Und dann gibt es halt die einen, die also nicht visuell denken können von den Konservativen. Und die finden das halt super, weil das super ist, was Peterson da sagt. Und die anderen, die finden es super, super, weil er A, das sagt, was die eh denken, und B, es auch saugut erklärt. Auf eine Art, wie sie es noch nie gesehen haben. Können sie aber sofort sehen, in dem Moment, wo Peterson das erzählt. Also, das ist halt, die sind halt voll dahinter, so. Okay, und dann gibt es halt so ein paar, also die halt das einfach auch irgendwie nachvollziehen können, die jetzt da irgendwie so konservative Gedanken irgendwie nachvollziehen können, die aber nicht konservativ sind eigentlich. Also schon interessant. Okay, also dann frage ich mich, okay, was hat jetzt diese Gruppe gemein? Und dann ist irgendwie sozusagen so, okay, also was man sich als so unser Konservativer vorstellt, als jemand, der nicht konservativ ist. Also was ich mir, wie ich mir das vorstelle, das ist, dass das halt entweder Leute sind, die halt ein bisschen stulle sind. Also das sind die einen. Also wenn man so Konservative, die Republikaner Deppen in den USA da vorstellt. Andererseits sind das halt irgendwelche Arschgeigen. Also irgendwelche, was weiß ich, Unternehmertypen oder sowas, die halt, also die halt irgendwie das ausnutzen wollen oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht, weil es halt irgendwie, weil es halt irgendeinen Blödsinn glauben als religiös sind, was sie treffen. Also halt irgendwie Deppen, Religiöse und Arschgeigen. So ich die. Also so, ja. Ich meine, ich darf das in gewisser Weise sagen, weil also ich bin da mal hingefahren. Also das ist jetzt schon eine Weile her, 15 Jahre, und bin dann mit dem Motorrad da durch den mittleren Westen gekurvt und habe irgendwie mir 1,5 Monate lang jeden Nachmittag so einen Amerikaner geschnappt und mich mit dem irgendwie 2 oder 3 Stunden lang unterhalten. Also vielleicht 1,5 Stunden, naja, 1,5 Stunden waren es auf jeden Fall. Also pro Tag, das habe ich dann halt irgendwie gemacht. Das ist schon sozusagen, ich habe eine gute Dosis abgekriegt von diesen Leuten, die dann halt viele Jahre später dann irgendwie zum Beispiel Trump gewählt haben und da halt, also damals haben sie halt George W. Bush irgendwie die Fahne gehalten und so. Ich meine, ich habe ein paar durchgeknallte Leute irgendwie getroffen, also die auf, was weiß ich, Methamphetamin irgendwie waren und mir von Gott erzählt haben und so, gab es auch, aber hey, einen Deppen habe ich nicht gefunden. So ein dämliches Arschloch habe ich da auch nicht gefunden. Und jetzt muss ich sogar, habe ich überlegt gerade, also die mit den Religiösen, ja, also mit den Religiösen, stimmt, ich habe irgendwie so eine total voll durchgeknallte Religiöse irgendwie, aber dann habe ich so eine andere durchgeknallte Religiöse getroffen oder sowas, das war eigentlich super interessant. Also, ich meine, das war schon, also ich bin nicht ihrer Meinung oder sowas, aber dumm, ey, fuck, war die einfach nicht. Also, das ist sozusagen, die hat halt die Welt total anders gesehen als ich, aber halt, also die war nicht doof so, also wirklich nicht. Die war eigentlich sogar irgendwie. Also, ich meine, okay, verblendet aus meiner Sicht oder sowas. Kann man verstehen, so zu denken, wie die gedacht hat, wenn man irgendwie deren Biografie irgendwie erkennt und berücksichtigt, was der halt irgendwie erfahren ist und welche Wege die da irgendwie gesehen und gefunden hat und so und was da irgendwie das für die richtig ist und so. Das ist sozusagen, das macht Sinn bei dir. Aber die war halt religiös, total religiös. Die ist auch so eine Bible School irgendwie gegangen, hat da studiert, die war lesbisch, also das war irgendwie auch cool, also die hat mich kontaktiert, weil das halt damals, ich meine, das ist ja vor Urzeiten gewesen, auf
MySpace, keine Ahnung, da aufgepoppt ist in ihrem Algorithmus oder so, also in ihrem Feed, dass es halt irgendwie so ein dänischer Deutsche da irgendwie durch die USA kurft und irgendwie Amis irgendwie interviewt und so. Und dann hat die sich bei mir gemeldet. Also es gab ein paar Leute, die sich gemeldet haben, also nicht allzu viele, ich glaube irgendwie drei oder so, die in meiner Nähe waren. Also die sozusagen können nicht überall hinfahren, die müssen ja in meiner Nähe sein. Und dann habe ich die halt, also die hat sich halt darüber gemeldet und dann haben wir die halt ihr Leid geklagt quasi, also weil die halt mit niemandem reden konnte. Die war da auf dieser durchgeknallten Bible School im Mittleren Westen und hat, ich weiß nicht, was die da studiert hat, Lehrer oder so. Die hat gemeint, die machen den ganzen Tag Bibelstudien. Also eigentlich, so, das ist eigentlich der Haupt, das Hauptcurriculum. Ich habe gedacht, shit, ey. Die armen Kinder, die dann unterrichtet und so. Aber auf jeden Fall, okay, die war halt lesbisch und die hat halt gesagt, ja, also irgendwie ist halt total scheiße, weil wenn die das, also wenn die das halt irgendwie sagt, dass die lesbisch ist, dann fliegt die da halt raus von dieser Bible School. Und das ist deswegen ein Problem gewesen, weil die halt aus richtig krassen Verhältnissen kam so. Und das heißt, die wäre dann wieder zurück und so wie das geklungen hat, als sie erzählt hat, wieder ihr Leben war, bevor die auf dieser Bible School war, würde ich vermuten, dass die da sterben könnte. Oder es ist, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, dass die stirbt, wenn er zurückgeht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich lebensgefährlich da. Und dann hat die noch gesagt, es kann eigentlich nicht sein, also Gott gibt seine Kinder und sie ist ein Kind von, sie ist halt auch eins von den Kindern und wird halt genauso geliebt, also es kann jetzt nicht sein, dass sie da irgendwie verkehrt ist, beziehungsweise lesbisch ist. Also das war ein Riesenproblem und dann hat sie mir das halt erzählt und dann hat halt irgendwie, dann habe ich die halt so, keine Ahnung, die halt irgendwie erzählt, das ist irgendwie, also keine Ahnung, ja, versucht, die so ein bisschen gekitzelt irgendwie, dass die halt irgendwie sozusagen die Augen aufmacht oder so, aber ich meine andererseits, hey, ich meine, also die Augen aufmacht in dem Sinne, dass sie da halt irgendwie sieht, was das für ein Blödsinn ist in der also Bible School, aber andererseits, ja, ich meine, dann hätte es die Augen aufgemacht und dann hätte es wieder zurückgehen müssen dahin, wo sie herkam, was echt nicht so cool war. Also, ja, eigentlich ganz klar, dass die jetzt die Augen in dem Sinne nicht aufmacht oder sagen wir mal so, die schaut halt woanders hin. Also, ich meine, die schaut halt nicht dahin, wo ich hinschaue, sondern halt woanders, wo ich nicht hinschaue. Also ganz klar, da schaue ich nicht hin. Also solche Leute habe ich da halt getroffen und was ich eigentlich sagen wollte, also keiner war, da war keiner dumm. Also meine Vorstellung irgendwie von so konservativen Leuten oder sowas, die ist irgendwie einfach nicht besonders durchdacht. Also würde ich mal sagen, also ich müsste es irgendwie, nee, also das ist einfach Quatsch. Also, ich muss jetzt auch sagen, ich habe meine Meinung zu Konservativen diesbezüglich auch ein bisschen geändert. Also ich spreche jetzt quasi mit einem, ich spreche jetzt zum Teil so, wie ich früher gedacht habe und zum Teil so, wie ich heute gedacht habe. Also springe so ein bisschen zwischen diesen Perspektiven und das ist halt interessant, wenn man irgendwie hin und her springt, dann kann man auch wieder was erkennen. Also sozusagen, ich bin halt hier oben. Und dann pendle ich so hin und her. Und jetzt kann ich sozusagen, also ich kann hier nur diesen Punkt erkennen und diesen Punkt, also, sondern auch das dazwischen. Und das ist auch interessant. Also, aber das ist nur ein Wandel. Also, wenn das irgendwie Blödsinn ist mit dem konservativ oder nicht konservativ sein, was das visuelle Denken betrifft. Ja, was ist es denn dann, was da diese Gemeinsamkeit herstellt? Und dann haben wir gedacht, Schicht. Also entweder halt irgendwie, was weiß ich, Bildungsstand oder wie soll man sagen? Und das andere ist Schicht. Ich bin auf einer Uni gewesen und so weiter. Ich bin jetzt nicht Teil der Arbeiterklasse oder irgend sowas. Ich bin jetzt nicht so besonders wohlhabend. Also bin ich nicht. Also sozusagen, also wenn so in meinem Umfeld oder sowas, also wenn man sozusagen meinen Bildungsstand irgendwie hat oder sowas, da, also in der Regel verdienen die Leute ordentlich Kohle so, aber ich irgendwie nicht so, ich kenne aber auch viele, die genauso wenig verdienen wie ich, also das ist sozusagen,
Das ist jetzt nicht untypisch. Und jetzt ist die Frage, ja, warum, also, ja, warum eigentlich? Also, warum nicht? Naja, klar. Also, jetzt die auf der Hand liegende Antwort, die ich da direkt habe, weil ich ja auch in solchen hierarchischen Strukturen gearbeitet habe, also und das auch ziemlich genau beobachtet habe, was da halt irgendwie abgeht oder was, nee, was abgeht, da geht gar nichts ab, das ist einfach, wie halt so Strukturen aufgebaut sind, interessiere mich halt dafür. Und hoffentlich nimmt dieses Scheißding Ton auf, ey. Da habe ich mich überhaupt nicht nachgeschaut. Also, okay, cool, das Scheißding hat Ton aufgenommen, also das ist jetzt auch der Grund, warum Sie das hören dürfen oder müssen oder, ne, Quatsch, wir sind ja auf YouTube, wir sind ja auf YouTube, da muss man nichts anschauen, das ist ja nicht wie beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor 30 Jahren, wo man dann quasi halt irgendwie mit dem Vorleben nehmen musste, was man halt da gekriegt hat, also beziehungsweise man hat ja drei Möglichkeiten und das war es dann ja auch. Okay, also ich schaue mir halt einfach so gerne so Strukturen an und da habe ich dann halt festgestellt, dass halt irgendwie die Leute in den oberen Etagen, mit denen ich dann auch ab und zu gesprochen habe, also wie die halt denken. Und das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Das war einfach total crazy, weil ich habe denen halt super Sachen erzählt, also super Ideen, also wirklich genial, also wirklich also da wurde ich sozusagen, also das war insofern war das halt genial, weil ich das halt quasi, also irgendwie 5 Jahre später haben es das halt alle gemacht, so, also so Zeug war das halt, also das haben es dann halt eh gemacht, man hätte es halt ein bisschen früher machen können, wenn sie auf mich gehört haben und die haben einfach nicht verstanden, wovon ich rede. Die haben es halt nicht kapiert. Oder umgekehrt, ich habe es halt einfach nicht, ich konnte halt meine tollen, genialen Gedanken irgendwie nicht vermitteln. Also ich war halt zu blöd irgendwie, um das in einer Sprache auszudrücken, dass das halt verstehbar ist für jemanden, der das halt noch nicht sehen kann. Also der das nicht sehen kann. Ich konnte das in den Worten nicht ausdrücken. Und dann haben halt die Leute angeschaut und haben gedacht, ja, wie denken die eigentlich? Und die denken halt nicht bildlich, sondern die denken eben in Worten. Und ich bin halt in Worten nicht so gut. Also das ist sozusagen, das kommt einem jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen kurios vor, weil ich ja so viel quatsche, aber das ist halt sozusagen, was ich jetzt mache, gerade im Moment, das ist halt, dass ich einfach meine Bilder da beschreibe, die in meinem Kopf habe oder so. Und da habe ich ja ziemlich lange gebraucht, um zu üben, dass ich das irgendwie einigermaßen hinkriege. So. Also okay, schau mal also diese Systeme an und die sind irgendwie, also linear kausal und word-based. Und sozusagen ich und meinesgleichen, ich bin halt visuell denkend und eher multiperspektivisch oder vielperspektivisch. Also ich glaube sozusagen, also wenn du halt irgendwie word-based Thinker bist in unserer Gesellschaft, dann bist du halt in der Regel erfolgreich. Also ich gehöre halt irgendwie quasi zu dieser Unterschicht, die nicht so am Ruder ist. So. Jetzt wäre die Frage, ja, ich meine, warum sind jetzt die nicht am Ruder und die anderen sind, warum sind die am Ruder? Also ich meine, das ist ja, haben sich die verschworen, das ist irgendwie eine Gemeinschaft. Ich meine, ich weiß ja eigentlich auch nicht von meinen Mitthinkern, dass die halt irgendwie sozusagen zum selben Tribe gehören wie ich. Also wäre es jetzt irgendwie total unwahrscheinlich zu sagen, ja, okay, also die Word-based Thinkers, die haben sich alle irgendwie verschworen. Also ich meine, das haben sie einfach mit Sicherheit nicht. Also dieses Word-based Thinking ist halt eine Art von Thinking, die halt sehr erfolgreich ist, weil die halt gut funktioniert. Schauen wir das ja auch an, irgendwie, wie unser System so funktioniert und so. Und ich sehe halt jetzt einfach echt, wo das System eigentlich so optimal nicht funktioniert. Also wo man es eigentlich verbessern könnte. Und in den Bereichen, wo ich mich irgendwie auskenne, da sehe ich irgendwie wie doch Möglichkeiten. Okay, also da, wo ich Fachmann bin, da sehe ich halt irgendwie so Sachen, wo es hakt und da kann ich dann quasi eigentlich ja so ein bisschen in die Zukunft schauen und absehen, wie sich Dinge entwickeln und kann da irgendwie Berater sein. Problem ist halt bloß, ich komme in meiner Beratung gar nicht durch. Also ich meine, ich habe irgendwie irgendwann mal gedacht, ich müsste irgendwie Wahnsinns-Honorar kriegen für eine wahnsinnstollen Beratung, weil ich ja irgendwie die Zukunft in manchen Bereichen halt so gut vorhersehen kann. Ja, Pustekuchen, also weil es ist halt sozusagen so. Das versteht irgendwie keiner.
Naja, vielleicht verstehen Sie ja, schreiben Sie mal einen Kommentar in den Kommentar, aber wenn Sie jetzt noch dabei sind, naja, dann müssen Sie dem ja irgendwie irgendwas abgewinnen können. Und dann sind Sie höchstwahrscheinlich ein Visual Thinker. Okay, jetzt ist die Frage, also ich habe keine Ahnung, also ich würde jetzt mal sagen, spinnig. Also gibt es Leute da draußen, die diesen Gedankengang bis hierher folgen konnten und da irgendwie dem auch irgendwie, also die das sozusagen interessant finden, die diesen Gedankengang nachvollziehen kann und da einfach mitlatschen auf diesem Weg. Ich meine, ich denke mir das ja auch gerade das erste Mal aus. Also das ist ja nicht irgendwie vorbereiteter Text oder so, sondern das passiert ja gerade. Also ich stelle diese Frage deswegen, weil also in den Umfeldern, in denen ich mich bewege, verstehe das nicht. Also es ist irgendwie klar, weil der hat ja oft genug den Feedback gekriegt, also die halten mich ja zum Teil für total verrückt. So. Bis zu einem Punkt, dass ich denke, ja, vielleicht bin ich es auch, also keine Ahnung. Also ich habe halt so komische Ideen, die halt oft von den Leuten, wo ich das halt irgendwie vortrage, nicht verstanden werden. Also in allen Bereichen, zwar immer, immer schon so. Das Video ist jetzt sozusagen einfach der Test, um zu schauen, ob es da halt irgendjemanden gibt da draußen, der das auch, also der das irgendwie nachvollziehen kann. Weil meine Vermutung ist nämlich, dass Jordan Peterson, also Visual Thinker ist. Und der ist aber auch Akademiker. Und was man als Akademiker lernt, also das ist wirklich mühselig, ich lerne das gerade, es ist ein mühseliges Geschäft, dass man ganz kleinkariert und korinthenkackerisch auflistet, wie man seine Gedankenketten baut. Weil, jetzt kommt der Punkt vom Anfang, weil sozusagen, wenn es da einen Sprung gibt in der Gedankenkette, super geil, weil da kann man nämlich hinschauen auf diesen Sprung und das sind sozusagen, das sind so wackelige Verbindungen zwischen Dingen, über die man, also wenn man so läuft, ganz schnell hinwegspringen kann, aber die quasi dann immer auch die Möglichkeit geben, dass es in eine andere Richtung gehen könnte. Also an diesen Punkten könnte es auch in eine andere Richtung gehen. Und das ist immer sehr erkenntnisreich, dahin zu schauen. Also, ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnern kann, aber genau so hat dieses ganze Video gestartet, also mit dem Sprung in der Gedankenkette. Ja, also Ende der Geschichte. Hey, nur so ein Gedanke. Keine Ahnung, also falls sich das irgendjemand anschaut, also hey bitte, also bitte gibt es mir irgendein Signal, dass ihr da wart, also Thumbs up wäre super. Klar, ich meine, abonnieren Sie den Kanal, wenn es irgendwie ein paar Leute interessiert, dann könnte ich sowas auch öfter machen. Ich würde echt wahnsinnig gerne, also ganz, echt ganz gerne von euch hören, wie es euch eigentlich so geht mit eurem Visual Thinking.